Hallo Leute, wer hat es gedacht? Im heutigen Video schrauben wir mal wieder an dieser wunderschönen Maschine, die mir echt im Moment voll auf die Nerven geht. Mit dem heutigen Video will ich mich so ein bisschen auch an euch richten und fragen, wenn ihr auch vielleicht auch so ein ähnliches Problem hattet, dass ihr das mal in die Kommentare schreiben könnt. Denn ich kann es euch nicht sagen, was da los ist. Also jetzt mal ohne Witz. Ich benutze die Maschine die ganze Zeit gleich, ich habe nichts verändert und dann geht's nicht mehr. Vor allen Dingen, das Problem zu heute hat mich auch echt Geld gekostet, ne? Weil normalerweise hätte ich jetzt noch 6 Schneidbretter mehr machen können und das hat mich jetzt bares Geld gekostet, weil der Kunde hatte das sehr, sehr schnell gebraucht und ich hatte nur noch 4 Stück und das heißt, das hat mich jetzt Geld gekostet, dieses Problem. Und jetzt schon 3-4 Stunden, wo ich dann rumgedoktert habe. Ich habe so ein bisschen was herausgefunden. Ich denke, mit dem heutigen Video werde ich so ein paar Leuten auch euch ein bisschen helfen können, aber ich hoffe, dass wir im heutigen Video die Maschine wieder zum Laufen bekommen. Und ich kann es direkt sagen, ne? Mir wäre die gleich so anmache. Jo, Maschinen sind gefährlich. Komm, fang mal an. Also, was wollte ich machen? Ich habe hier diese ganzen Leisten. Die müssen einmal auf Dicke gehobelt werden, damit wir halt eben ein gutes Leimbild haben, damit die Schneidebretter keine Fugen haben. Haben die Fugen, sind die normalerweise dreckig, schwarz oder was auch immer, weil das Holz halt eben dort nicht anliegt. Das ist totaler Scheiß und auf Dauer wird das Schneidebrett dann auch halt einfach schlecht sein. Ne? Kann ich natürlich nicht machen, werde ich nicht machen. Also das wollte ich jetzt eigentlich machen, ne? Aber das geht jetzt im Moment nicht. Ich bin so glücklich und habe mittlerweile schon 2 Schreinerkollegen, die fast exakt die gleiche Maschine haben. Und ich habe die angerufen und habe gefragt, ey Leute, sag mal, ich habe hier so brutale Probleme, hattet ihr das auch schon? Der eine Schreinerkollege, der liebe Dirk, hat mir gesagt, ja, dann war es meistens ein Problem wegen dem Tisch unten, weil der locker war. Ich werde euch mal zeigen, wie das halt eben aussieht. Also wir haben hier den Tisch, kann man hoch und runter drehen, nichts Neues. Wenn der lose ist, dann sieht man wirklich, dass der halt auch lose ist. Dafür ist hier dieser Extender gedacht, damit man den halt eben feststellen kann. Und da habe ich zunächst mal hier diese Führungsschrauben angezogen, dass die strammer sind. Aber da ist mal aufgefallen, dass es besser ist, wenn die ein bisschen lockerer sind und man dann mehr Kraft mit dem Extender auf die Laufbahn hier ausüben kann. Das ist hier so eine Schiene, die läuft zwischen hier dem Tisch und diese Schiene drücken wir dann halt eben mit hier diesem Extender fest. Witzigerweise sieht man hier auch immer dann, dass man ungefähr 4/10 den Tisch hoch oder runter halt eben bewegen und dass da halt wirklich auch was festgezogen wird und jetzt ist die halt auch wirklich bombenfest. Das war so das erste Learning. Hier die Schrauben hier, die sollten vielleicht nicht komplett fest sein, dann kann man auch zusätzlich den Tisch noch einfacher bewegen und wenn die ein bisschen mehr lose sind, dann können wir mehr Hebelkraft halt eben ausüben. Das hat nicht so richtig funktioniert. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Problem, was wahrscheinlich auch viele von euch zu Hause haben, wenn ihr auch einen kleineren Hobel habt. Und zwar haben wir die Auszugswalze und die Vorschubswalze, also die beiden Vorschubwalzen, die das Material unter der drehenden Messerwelle halt eben vorwalzen. Wenn die nicht genug Anpressdruck haben, dann haben die in der Theorie nicht genug Anpressdruck. Die Teile können leicht flattern und so kann es zu einem Messerschlag kommen. Auch so eine kleine Information für euch. Ich zeige euch mal, wie die hier im Prinzip aufgebaut sind, weil bei den kleineren Hobelmaschinen sind keine Stahlwellen normalerweise verbaut, sondern gummierte Wellen. Ist nicht so verkehrt. Die haben oft einen besseren Grip, aber die verschleißen halt eben. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Das ist die Messerwelle, Vorschubwalze vorne. Und die Vorschubwalze hinten, die ist aus glattem Metall, die habe ich extra einmal auch geschliffen, weil das Holz stecken geblieben ist, dazu gleich mehr. Und so viel erstmal dazu. Wie verändern wir denn hier die Spannung? Relativ simpel, aber super, super nervig, um es umzustellen. Ich zeige es euch mal. So, the dark side of life oder the dark side of the hobel machine. Also wir können hier die Mutter erkennen. Mit der Mutter hier können wir die Federspannung erhöhen, weil wir die Feder vorpressen und die halt dann eben mehr Federdruck hat. Wie sieht das dann im angewendeten Zustand aus? Relativ simpel. Ich nehme mal hier eine Brechstange. Und da sieht man halt eben jetzt, dass das Ganze hoch und runter geht. Da ist jetzt ziemlich viel Power drauf. Das heißt, zu wenig Spannung ist hier nicht drauf. Ist es vielleicht zu viel Spannung, dass das Problem verursacht? Auch nicht. Habe ich nämlich auch schon ausprobiert. Sogar so lange, dass hinten die Feder rausgeflogen ist und ich die auch nochmal neu montieren musste. Also wir haben hier auf jeden Fall genügend Anpressdruck, damit die Teile auch eben nach vorne rausgeschoben werden. Dann ist mir eine Sache vor kurzem passiert. Wenn wir hier so ein Stück Holz hobeln, dann ist es in der Vergangenheit sehr, sehr oft passiert, dass das hier rausgeschoben wurde und sich dann verkeilt hat. Ich habe daraufhin die Messer oder die Vorschubwalze hier gereinigt, habe sie abgeschliffen, habe sogar mal so Riemenspray drauf gemacht. Das war nicht so ideal. Wir hatten dann Klebereste auf der Leimfuge. Dann habe ich sie wieder sauber gemacht. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar hier das. Das sind auch nochmal Niederhalter. Die verhindern, also wenn wir uns hier so die Messerwelle anschauen, da ist dann nur ein ganz kleiner Spalt, denn hier diese Niederhalter, die gehen ganz knapp bis vor das Messer. Die haben dann tatsächlich auf das Holz gedrückt, weswegen das Holz nicht nach vorne rausgeführt werden konnte.
Daraufhin habe ich hier die Messer leicht ausgefahren. Das bedeutet, die waren ein paar Zehntel waren die beide rausgestellt, damit diese hier nämlich auf das Holz drücken. Dann hat alles gut funktioniert. Ich habe was gehobelt und dann ist mir aufgefallen, jetzt geht es nämlich um das eigentliche Problem, was ich derzeit habe, weswegen ich keine Schneidebretter machen kann. Der Fokus lässt mal wieder Grüße. So, jetzt kommen wir zum folgenden Problem. Man kann es auf der Kamera, glaube ich, nicht so gut erkennen. Und zwar haben wir im Prinzip einen extremen Messerschlag. Ich hole mal einen Bleistift. Das bedeutet, wenn wir das Ganze hobeln, haben wir hier eine Vertiefung und hier. Das ist jetzt nicht übertriebenermaßen angezeichnet. Wir haben wirklich hier in der Mitte nur noch den Hochpunkt. Das war dann plötzlich da. Was habe ich dann gemacht? Ich habe mir hier diesen Niederhalter ein bisschen genauer angeschaut und habe da mal so ein bisschen was ausprobiert. Ich habe was gehobelt, das Hobelstück hat sich während dem Hobeln tatsächlich verkantelt und dann habe ich wirklich, so blöd wie es sich anhört, beim Hobeln einfach mal hier diesen Niederhalter leicht nach oben gedrückt. Und da sieht man jetzt auch wirklich, dass das Teil eine Bewegung ausführen kann. Da sind auch nochmal Federn, dass wir das einstellen können. Was habe ich denn dann gemacht? Ich habe mir hier diese Ratsche genommen und habe ein bisschen da dran rumgedreht. Also ich habe wie den ganzen Tag so einen Strach am Rad gedreht und habe hier diesen Niederhalter ein bisschen umgestellt. Das hat jetzt zur Folge, dass ich tatsächlich ein besseres Hobelbild hatte. Der Messerschlag war fast weg, aber dann ist das Holz hier wieder drin klemmen geblieben, weil alles nicht irgendwie nicht so richtig passt. Und jetzt meine Frage. Die Messer habe ich wieder so eingestellt wie auf die Einstellung vorher. Und jetzt habe ich das Problem, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Wenn jemand von euch so eine Hobelmaschine hat und hatte ähnliche Probleme, schreibt mal bitte mal in die Kommentare, was ihr da gemacht habt. Übrigens zu den Tischwalzen. Wir haben unter dem Tisch nochmal Walzen. Wenn wir zum Beispiel sägeraues Material, was noch ein bisschen nass ist, hobeln wollen, dann kann man die hochstellen. Dann ist das Hobelbild nicht so gut, aber so sägeraues Material, da ist es wurscht, wenn da ein bisschen Messerschlag dran ist. Die sind auch eigentlich unter dem Tisch eingestellt. Das heißt, ich weiß nicht warum, also ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ich werde jetzt mal alles wieder so ein bisschen umstellen. Speziell diese feststehenden Niederhalter werde ich mal noch ein bisschen rumstellen, ob das irgendwie besser wird. Und werde euch da jetzt so ein bisschen auf den Weg mitnehmen. Hat jetzt schon übrigens 4 Stunden wieder gedauert, ne? Also es ist nicht so, als wenn ich einfach mal kurz die Schraube angedreht hätte. Absolute Katastrophe. Damit wir die Höhe einstellen können von den Niederhaltern, die feststehen, müssen wir erst ein Stück Holz hobeln, damit wir erstmal mit unserem Holz im Prinzip eben zu diesen Niederhaltern sind. So, wir haben hier 40 mm, also stellen wir mal 39 ein und werden das Ganze jetzt hobeln. By the way, das große Problem ist, die ist so groß, die Hobelmaschine, dass 60 cm nebendran das Ganze, auch wenn es hier jetzt gleich gut vielleicht funktionieren sollte, auch nochmal anders sein kann. Also. Ich habe eben schon gesagt, dass so gummierte Vorschubwalzen gar nicht so schlecht sind, weil jetzt sehen wir hier, dass bei der Vorschubwalze vorne wir richtige Drückstellen haben. Das bedeutet, ich muss jetzt hier die Spannung verringern. Erste gute Sache ist jetzt erstmal, dass wir nur noch auf einer Seite diesen extremen Messerschlag haben, und zwar ist das hier. Das bedeutet, wir haben das so rum reingeschoben. Das bedeutet, hinten ist es jetzt anscheinend erstmal okay, aber da müssen wir trotzdem mal schauen. Also ich muss jetzt die vorderen Andrückwalzen oder die vordere Andrückwalze, muss ich die Spannung verringern und dann werden wir mal probieren, den vorderen Niederhalter auch noch mal ein bisschen runterzustellen. Leichter gesagt als getan, ne? Oh, ich hasse das, unter der Maschine rumzukrabbeln. Aua! Yo, we ain't gonna take it. Ich wäre doch nicht besser, wenn man das Werkzeug suchen muss, um dann an so eine Scheißmaschine rumzuschauen, Alter. Ich hätte niemals gedacht, dass bei der Dörrmaschine das meistbenutzte Werkzeug eine Brechstange sein wird. Oh, das ist aber wirklich viel Schmatz. We're not gonna take it. Yeah, we gonna. Na, na, na. Andrückwalzen, Spuren haben wir nicht mehr. Jetzt machen wir es noch auf der anderen Seite. Das haben wir nämlich 38. Passt. Machen wir 37. Rennstück gehobbelt, damit ich schauen kann, ob das Plan ist an der Abrichte. Jetzt werde ich hier vorne noch ein bisschen was Retresch machen und nochmal ausprobieren.
alles geht nicht so richtig gut. Das macht keinen Spaß. Jetzt wäre man mal irgendwie gucken, dass man die Andrückhilfe, ich habe nämlich mal gerade probiert, wenn man die Andrückhilfe komplett wegdrehe, wird es eher noch schlimmer. Also lasst mich das vermute, dass die Probleme mache. So. Warum haben die das danach alles so gebaut, dass man mit nichts drankommt, Alter? Oh. Es gibt immer schlimmer. Es macht keinen Unterschied. Mann, Alter. Verfickte alte Scheiße, ey. So, Leute. Klitzekleines Update. Ich rasch komplett aus, aber ich glaube, ich komme der ganzen Sache ein bisschen näher. Weil ich bin auf so einer Webseite schon super, super oft gewesen und ich muss echt hier mal ein Chapeau aussprechen, und zwar an woodworker.de. Also die Leute, die da ein Teil von dieser Plattform sind, Dankeschön. Da zum Beispiel nämlich jemand die Betriebsanleitung, einen Teil dieser Betriebsanleitung von dieser Hobelmaschine als Dokument auf dieser Plattform hochgeladen. Und da sind jetzt tatsächlich die genauen Einstellungen für den Druckbalken, die Andruckwalzen und so weiter und so fort. Beispiel. Die Druckbalken, ich wusste gar nicht, dass die so heißen, aber die haben spezielle Einstellungen. Vorne 0,3, hinten 0,1 mm. Werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ich hoffe, dass es das ist. Ich probiere es jetzt aus. Also ich habe jetzt die Messuhr rausgekramt, man wäre es jetzt immer mal genauso instelle. Also ich bewege jetzt hier das Hölzchen, bis ich hier auf den Widerstand von dem Druckbalken stoße. Ah, und da ist er. Jetzt haben wir berührt. So, jetzt kommt die... Ah ja, das geht hier wirklich ganz schön schnell. Das Schwierige ist halt jetzt natürlich, das Ding ist alles, das ist alles alt, ne? Das heißt, hier drückt er jetzt zum Beispiel schon mehr. Aber ich werde mich, glaube ich, so 10 cm von der Seite her beschränken, weil da wurde die mehr benutzt. Ganz außen ist natürlich noch nicht so viel Abrieb da. ½ mm haben sie geschrieben. Ich will jetzt den Tag nicht vor der Nacht loben. In der Runde fallen Finger ab. Aber das war sau gut gerade, ne? Ich werde das jetzt mal vorne noch einstellen. Und dann bete ich zum großen liebe Herrgott, dass das einfach alles jetzt funktioniert. Aber das war jetzt schon besser als vorher die ganze Zeit, ne? Vor allem, das ist wirklich nicht viel. Das ist nur 0,1 mm, wo dieser Andrückbalken, ich habe dann die ganze Zeit immer 3, 4, 5 Zehntel davon, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so feine Einstellung ist. Es bleibt spannend. Alter Leute, ohne Scheiß. Ich weiß echt nicht mehr genau, was ich jetzt gestern alles aufgeholt habe, weil ich habe gestern den ganzen Tag an der Maschine rumgeschraubt. Ich zeige euch mal was, wenn ihr so eine Maschine habt, was ihr unbedingt machen solltet, bevor ihr irgendwas rumschraubt. Beispiel, ich habe da mit der Hobelmaschine mal 5 mm gehobelt. Und dann kann es ja sein, dass wenn die Walze hier vorne hochgedrückt wird, dass die Späne unter der Walze ansammeln und die halt neben mir runterfahren kann. Und so war es bei dem Andrückbalken hier vorne. Drückt das Ganze nach oben, blast alles gut auf und aus und im besten Fall funktioniert es dann wieder. Und jetzt mal was zu den Einstellungen. Ich zeige euch mal was. Wir können da hier das Ganze hoch und runter stellen. Laut Bedienungsanleitung, da habe ich was im Netz gefunden, muss der Andrückbalken hier 1/10 unter den Drehpunkt sein von den Messern. Und das ist echt nicht viel. Ich hätte nicht gedacht, dass das so genau anscheinend mal irgendwann eingestellt war. Ich habe es jetzt so eingestellt und das Ergebnis ist fast perfekt. Ich werde jetzt den Andrückbalken nochmal einen halben Zehntel runterstellen, weil ich immer noch einen leichten Hobelschlag habe. Aber wie das Ergebnis derzeit aussieht, zeige ich euch gleich. Das heißt, jetzt Messuhr rausnehmen, die ganzen Scheiß hier runterstelle und dann hoffentlich funktioniert's. Also ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass das so genau sein muss. Wieder so viel dazugelernt, Alter, das glaubt ihr keine Sau. So, 1/10 runterstelle. Nicht mehr. Nicht weniger.
Das war's schon. Das war's. Ne, du machst eine halbe Umdrehung. Ich raschte aus. Das, Alter. Das war's. Jetzt probieren wir es einfach nur noch mal aus, ob der Hobelschlag jetzt weg ist. Wir sind hier hängen geblieben, also wieder Hochstelle, weil daran hapert es jetzt. Jetzt weiß ich aber, woran es hapert. Ich hab's hinkriegt. Ich hab's endlich hinkriegt. Leute, ich hab's hinkriegt. Ich hab noch einen minimalen Hobelschlag am Ende, aber den kann man so schon fast zusammendrücken. Also Problem ist, wenn ich jetzt die Absaughaube drauf baue und dann was hobel, dann funktioniert nochmal was nicht. Ich stelle erstmal die Höhe in und dann, ich muss mir Gedanken machen. Kamera aus. Jetzt schaut euch mal hier diese Leimfuge an. Das hier ist schon ein fertig zusammengelegtes Schneidebrett. Und wir sehen da einfach keine Fuge mehr. Genauso wie es halt eben sein soll und halt auch eben sein muss. Leute, endlich. Also, was hat denn dieser Schaden jetzt gekostet? Eigentlich hätte der Kunde ja 10 Schneidebretter bestellt, aber weil ich nur 4 fertig hatte und die restlichen 6 nicht machen konnte, hatte ich hier schon mal einfach einen Ausfall an Verkäufen. Ganz, ganz simpel. 6 mal 25 sind 120, 150 Euro, die da schon mal weggefallen sind. Aber jetzt natürlich nicht nur das. Ich hatte jetzt natürlich auch ganz, ganz viel Aufwand mit der Maschine, dass ich die wieder hinbekommen habe. Und das war gar nicht mal so wenig. Ich habe jetzt ungefähr 12 Stunden schätzungsweise an der Maschine geschraubt. Denkt man, ja, kann ja mal passieren. Aber das ist nicht das erste Mal. Das ist ja nicht so, als wenn die Maschine hier reingekommen ist und so einfach hier steht. Das heißt, 12 Stunden, sagen wir einmal mal 30 Euro, da sind wir auch schon wieder bei 360 Euro. Und das rappelt sich ganz schön schnell. Also das ist jetzt schon echt uncool gewesen. Ich will mich hier nicht beklagen. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich hier das als Zusatz neu gestartet habe. Aber blöd ist es trotzdem. Deswegen ist das jetzt schon ein relativ hoher Schaden, in Anführungszeichen. Aber ich habe, wie gesagt, wieder was dazugelernt. Und das hier ist im Prinzip die Grundprämisse, die ich mit dem Kanal ja verfolge. Ich will einfach im Leben besser werden. Und da kann ich jetzt sagen, dass ich das jetzt auf jeden Fall geworden bin. Also Leute, ich weiß jetzt, wie man so alte Hobelmaschine einstellt. Leco mio. Also ich kann wirklich verstehen, wenn du aus Service rauskommst, dass das richtig Kohle kostet, wenn die das mache, weil es halt auch einfach viel, viel Aufwand ist. Ne? Und damit will ich mich bei euch heute verabschieden. Heute habt ihr mal gesehen, wenn es mal richtig schief läuft, wie es dann halt eben hier auch in der Werkstatt mal zugehen kann. Tschüss!